Ja, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen, werte Damen, werte Herren. Ähm, Sie äh, nehmen jetzt die Änderung der Dramaturgie hoffentlich nicht so übel. Es wird jetzt erstmal leicht technisch, aber ich verspreche Ihnen, der Werbeblock ist ganz schnell vorbei und er macht auch Sinn. Ist ja selten sowas. Ähm, ich arbeite es äh, in, in einem Umfeld, in dem ich mir. Ähm, Erlauben darf, Gedanken zu machen, die nicht unbedingt im nächsten Monat zu Umsatz führen. Das ist selten in meiner Firma. Und ich bin ja dafür auch sehr dankbar und ich darf mich in dieser Funktion auch mit Themen befassen, äh, mit, äh, in denen äh, ich auch ein bisschen meine Komfortzone, also als Techniker, verlassen darf und darüber philosophieren darf: Was macht denn die Firma um Himmels Willen in zehn Jahren? Was machen denn die Mitarbeiter, die jetzt so 50 Jahre alt sind in den zehn Jahren? Wo bleiben die? Wo kriegen wir junge Menschen her, die gut ausgebildet sind, die ebenso viel Spirit mitbringen, wie das die Firmengründer vor 30 Jahren hatten und, und, und. Und in diesem Gedankengebäude möchte ich einfach vorstellen, dass die Firma mehr ist als eine Technologiefirma und dass die Firma mehr ist als nur die Lieferanten von Technik und Technologien. Ich werde trotzdem über Industrie sprechen, über Politik. Über die Gesellschaft und meine Vision, die ich hier mitteile. Ähm, kurz zur Vorstellung: Was macht EMC? EMC äh, beschäftigt ungefähr 50.000 Mitarbeiter weltweit. Wir befassen uns ausschließlich und ausschließlich äh, mit der Organisation, Bewahrung, Speicherung von Informationen. Äh, so sind wir groß geworden. Wir werden auch nichts anderes äh, in der nächsten Zeit tun. Äh, unser Firmenchef hat eine klare Strategie. Wir befassen uns damit, äh, wo die Informationen im täglichen Leben in großen Rechenzentren gespeichert werden. Wir befassen uns aber auch damit, wo Massen von Informationen und wir sprechen von Big Data äh, für die nächste Zukunft gespeichert werden, sicher und wiederauffindbar und wieder lesbar. Wir befassen uns damit, wie es uns gelingen kann, petabyte und terabyteweise Informationen äh, äh, unterbrechungsfrei und äh, migrationsfrei von einer Generation auf die andere zu migrieren. Wir befassen uns aber auch damit, wie sie über die nächsten 100 Jahre überleben kann. Wir befassen uns damit, wie sie rechtssicher aufbewahrt werden kann, wie sie äh, wie Rechenzentren kontrolliert werden kann. Wir befassen uns aber auch damit, wie Informationen in Echtzeit von Berlin nach New York und rund um die Welt kommen. Wir befassen uns letztlich damit, wie neue Betriebssysteme entstehen. VMware als Tochter der EMC befasst sich sehr wohl damit, wie Betriebssysteme und wie Anwendungen sehr flüssig zu unseren Nutzern gelangen und letztlich befassen wir uns damit, wie neue Mehrwerte aus den Informationen herausgezogen werden können, wie wir mit Big Data Analytics neue Erkenntnisse gewinnen können und das stellen wir unseren Kunden zur Verfügung und ich spreche auch damit einen ganz neuen Kundenkreis an, nämlich die, die sich im Netz bewegen, nämlich die, die jetzt in den anderthalb Tagen bis hierher schon so oft zur Sprache gekommen sind, nämlich die Kunden, die Interessierten, die an Informationen interessierten. Das ist die MC. Und damit beende ich den Werbeblock, komme jetzt aber gleichzeitig, bleib erstmal bei der Technik und komme dazu, wie hat sich die Firma entwickelt? Wie hat sich EMC gewandelt? Und das hat direkte Relevanz zu den Themen, die ich danach anschneiden werde. 1999 kauften wir noch, und das Wachstum ist teilweise anorganisch, wie man so sagt, eine Firma, Data General. Von ihr verkauften wir interessante Technologie, Hardware-Technologie, die es uns erlaubte, in kleinste Bereiche, in Mid-Market-Bereiche vorzustoßen. Doch 2003 äh, entschloss sich die Firma, mit kleinem Geld eine kleine Entwicklungsfirma wie Ember zu kaufen. Ich glaube, damals kostete die Ember 500 Millionen Euro äh, Dollar. Äh, das war im heutigen Maßstab wenig Geld. Äh, die Firma ist jetzt das 20-fache Wert und schickt sich an, den großen Betriebssystemherstellern tatsächlich Konkurrenz zu machen. Ähm, Wenig später, 2005, entschlossen wir uns, eine Firma zu kaufen, die Sicherheitstechnologie herstellt. RSA, Security Division der EMC, kontrolliert große Datacenter und wehrt kriminelle Angriffe und auch unvorsichtige Angriffe aus der eigenen Firma ab, sodass Daten sicher werden. 2009 stiegen wir ein in das Geschäft Data Analytics. Wir entfernen uns also immer mehr. Von der eigentlichen Firma, die damals Hardware hergestellt hat, was wir immer noch tun, aber befassen uns mehr und mehr damit, Intelligenz in die Informationen hineinzubringen. Und das hat direkte Relevanz zu Open Linked Data, zu der wir jetzt schon in meinen Vorredner interessante Informationen und eine sehr, sehr schöne Darstellung gehört haben, was oben Linked Data bewirken kann. Data Analytics macht eigentlich nichts anderes. Es bringt Verbindungen zwischen Informationen, die es vorher noch nicht gab und schöpft daraus Mehrwerte. Nichts anderes wollen unsere Nutzer. Dass es uns gelingt, werden wir auch oder versuchen wir auch den Link zu Open Source-Projekten zu schaffen. Das ist für eine amerikanische Firma, die hart wirtschaften muss, ein hartes Brot. Mit Open Source umzugehen, ist schon ein Schritt. Da muss ein Kulturwandel in der Firma stattfinden und der hat stattgefunden. Open Source bedeutet, wir heben die Schätze des freien Wissens aus dem Markt und produzieren mit ihnen in Projekten. Wir werden Hadoop nicht kaufen, nein, nein, keine Angst. Aber äh, die Projekte, die mit Hadoop zusammen entstehen, sind so spannend, dass sie in Open Linked Data Projekten riesige Mehrwerte erzeugen und das ist eine ganz wunderbare Sache. Letztlich pivotal ist ein Ingenieurbüro, was es uns möglich macht, dieses Know-how selber zu entwickeln. Letzte Folietechnik, dann entlasse ich Sie daraus. Daran ist eigentlich nur äh, der Punkt 2010 interessant. Was ist anders an dieser Entwicklung? Es gab schon immer Entwicklung. Wir sind vom Mainframe zum Minicomputer, zum PC, zu Netzwerken gekommen. Und eigentlich verlief alles sehr harmonisch und sehr normal. Und plötzlich kommt der große Aufschrei: Die Cloud ist da und nichts ist mehr wie vorher. Der Unterschied zu den Entwicklungen, die vorher stattfanden, ist einfach der massive Kontrollverlust in den Rechenzentren. Die zentralen Rechenzentren, die 85 Prozent des gesamten Wissens der Welt. Immer noch professionell unter Compliance-Richtlinien verantwortungsvoll abspeichern und verarbeiten, 85%, verlieren langsam die Kontrolle und die Bedeutung über ihre eigentliche Arbeit. Und das ist das, das, ist das Neue mit Cloud Computing oder, wie wir auch sagen, virtuellen Datacentern. Dieser Kontrollverlust ereilt die Industrie, die herkömmliche Industrie, genauso, wie wir vom Kontrollverlust äh, äh, und vom Verlust des Einflusses in Kultureinrichtungen jetzt gesprochen haben. Den Herrschaften in den äh, abgeschotteten Datacentern, in den Bunkern äh, geht es ebenso. Die Nutzer bestimmen plötzlich, was im Datacenter abgeht. Die Nutzer bestimmen plötzlich, ob sie Leistung abziehen oder nicht. Wenn Sie eine App laden auf Ihrem iPhone, iPad etc., dann generieren Sie einen... Eine Aktion in irgendeinem der großen Data Center. Typischerweise ist das jetzt Amazon, ist das vielleicht über BlackBerry Rim, ist das vielleicht über Google oder über, äh, bei Apple. Aber überall, wenn Sie eine App laden, wird eine Aktion in einem Rechenzentrum äh, generiert. Wann Sie das tun? Wie oft? Wie viel das tun? Das ist nicht mehr planbar. Und genau das ist der Unterschied zu den Entwicklungen vorher und er bewegt natürlich die Rechenzentren genauso und schöpft neue Ideen und erfordert neues Handeln auch von solchen Technologiefirmen wie es EMC ist und deswegen ist die Entwicklung genauso vonstattengegangen wie ich sie geschildert habe und nicht anders. Letzte Zeitkurve. Das sind bekannte Informationen. Das was für mich jetzt das Interessante ist. Wir hatten 2001, 2002 einen massiven Einbruch der gesamten Internetbranche. Milliarden von Geldern sind verloren gegangen, einfach weil sich Leute verzockt, verspekuliert haben, weil Geschäftsmodelle zusammengebrochen sind und typischerweise aber die Geschäftsmodelle, die versuchten, auf dem Spirit der 80er, 90er Jahre auch im Internet Geld zu verdienen. Die Geschäftsmodelle haben überlebt, die. Die Ideen und die Freizügigkeit des Wissens genutzt haben und die völlig neue Wege gegangen sind. Wie kann ein Facebook Geld verdienen? Um Himmels Willen, wie soll das gelingen? Ich habe noch keinen Pfennig an die Firma bezahlt. Trotzdem geht es denen gut. Wie kann das mit Google geschehen? Geschäftsmodelle, die vorher nicht gab, den keiner irgendwo ein Pfifferling, äh, auf die keiner ein Pfifferling gewettet hätte, haben diese Krise überstanden und sind zu großen Playern herangewachsen. Die Intelligenz der Masse, das Interesse der, der, äh, das Interesse der Bevölkerung, das Interesse der ganzen Menschheit hat einfach dazu geführt, dass die Gesellschaft selber diese Geschäftsmodelle offensichtlich gewollt und getragen hat. Und das ist das Neue daran. Und was ist jetzt politisch passiert? Wie wir alle wissen, hat man 2000 in Lissabon und Lund schwer darüber nachgedacht, was aus Europa der nächsten Jahrzehnte wird. Es sind interessante Papiere entstanden, es ist eine Idee entstanden. Diese Idee ist in eine digitale Agenda in Europa eingeflossen, die letztlich auch den Vertrag von Lissabon 2007 mitgefördert und getragen hat. Die Idee des Europa des Wissens, die Idee, dass Europa ein Kontinent ist, in dem... Das Wissen eine Riesen- eine, oder überhaupt das Kapital, ist, mit dem wir hier überstehen können und äh, überleben können, das ist damals sehr, sehr intensiv beschrieben worden. Und wie wir alle wissen, ist damals schon in Lund die erste Idee geboren, die dazu führte, dass letztlich die Europäer jetzt äh, uns seit 2010 erfreut. Und äh, letztlich hat es auch angetrieben, dass die DDB, äh, so der Plan, noch in diesem Jahr in einem beta erscheint als Zuliefer oder als deutsches Pendant, als deutsche äh, äh, Entsprechung der Europäer. Was damals gesagt wurde, stimmt noch heute, und das ist elf Jahre her, zwölf Jahre her, Europas kulturelle, wissenschaftliche Wissensressourcen stellen ein einzigartiges öffentliches Kapital dar, das aus dem kollektiven und sich entwickelnden Gedächtnis unserer verschiedenen Gesellschaften besteht und so weiter und so fort. Was hat jetzt Industrie damit zu tun? meine damen und herren! industrie das ist nichts abstraktes. in deutschland arbeiten tausend mitarbeiter mit ihren familien in deutschland für die firma emc. und das ist das worüber ich als nächstes sprechen werde was es für uns bedeutet als mitarbeiter einer firma die wir voll sorge manchen lässt es kalt immer älter werden aber unsere Kinder heranwachsen sehen und wir interessieren uns schon dafür, wie es unseren Kindern in den Schulen geht. Mancher schießt aus dem Büro, ich muss jetzt zum Elternabend, was war denn gestern, wird dann am nächsten Tag gefragt. Vieles Abwinken, Stöhnen, Tröge, das kennen wir alle. Und dort setzt im Prinzip die Begeisterung jedes ein, wo Pausengespräche bestimmt werden, wo sich Mitarbeiter einer Technologiefirma sehr wohl eine halbe Stunde darüber äh, unterhalten können, wie es ihren Kindern in den Schulen geht und was die so alles treiben. Und genau dort kommt die Verbindung her, wo wir als Firma natürlich uns engagieren und dieses Engagement nicht aus der Geschäftsleitung aufgesetzt, unseren Mitarbeitern aufgezwungen wird, sondern die Mitarbeiter selber am Tor rütteln und sagen, ich will mich engagieren, Firma, mach was. Und so ist es auch in zwei Dingen passiert. Dazu komme ich noch, Das Bildung das Zugpferd solcher Entwicklung ist, das Zugpferd auch zu freien Wissen. Das hat man schon 2010, äh, 2001 über das Projekt DigiKult, Digi, äh, 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 die von der EU beauftragt wurden, eine, eine Studie zu erstellen. Wie ist es denn bestellt mit freiem Wissen in Europa? Äh, und das Salzburger Research Institute hat diese Studie veröffentlicht. Und ich meine, sie liest sich heute noch nach wie vor sehr interessant und es sind hochspannende, hochinteressante äh, Studien. Informationen herauszuziehen. Unsere Kinder, darum geht es jetzt und darüber will ich erstmal eine Behauptung aufstellen. Wir sind in den letzten anderthalb Tagen sehr wohl mit hochinteressanten Informationen versorgt worden, was es um das freie Wissen aus Kultureinrichtungen auf sich hat, wie sie äh, zu verarbeiten sind, welchen Schutz sie bedürfen und wie äh, unsere Gesellschaft damit umgehen würde. Mein Postulat ist, die Kulturwirtschaft, und ich spreche tatsächlich von Wirtschaft, das ist kein Versprecher, fußt auf drei Dingen. Sie fußt auf der Industrie, die letztlich dem Land die Steuern erwirtschaftet, um dass ein Land handlungsfähig ist, Dinge zu tun, die wir gern tun, die wir gern sehen würden. Die Kulturwirtschaft fußt natürlich auf der Sorgfalt der öffentlichen Hand. Die öffentlichen Einrichtungen haben Sorge zu tragen, dass Dinge erhalten werden. Das ist ihr Auftrag. Sie fußt aber auch vor allen Dingen auf den privaten Engagement der Gesellschaft. Wir haben schon einige interessante private Engagements vernommen. Und ich meine, diese dritte Säule, auf der die Kulturwirtschaft fußen sollte, die ist mehr und mehr in den Vorträgen deutlich hervorgegangen, dass sie äh, eine starke äh, Kraft ist, die äh, Kulturwirtschaft tragen kann. Und alle bilden die Gesellschaft und für die ist letztlich oder aus ihr heraus kommt die Kultur und aus ihr heraus kommt ja auch die Kultur in den nächsten Jahren. Was führt jetzt dazu, äh, dass ich äh, drei Dinge vorstellen möchte? Ähm, Neben dem, Entschuldigung, drei Dinge, drei Initiativen vorstellen möchte, in denen Politik, Gesellschaft und Bildung und Bürgerbeteiligung gleichermaßen beschrieben werden. Die Initiative D21, das Bündnis für Bildung und das Casinoforum zu Koblenz, die Casinogesellschaft zu Koblenz, sind drei Initiativen, in denen sich EMC engagiert hat. Sonst könnte ich schlecht davon berichten. Aber die drei Initiativen unterscheiden sich schon massiv voneinander und jeder hat ihre Berechtigung in diesem Drei-Säulen-Modell, was ich vorgestellt habe. Die Initiative D21 wurde 1999 gegründet, ist gegründet worden als eine Public-Private Partnership Initiative zwischen Politik und Wirtschaft. Ähm, sie umfasst oder sie soll und muss parteiübergreifend Interessen vertreten und in Einklang bringen mit Interessen der Wirtschaft und der Politik und versucht hier in Form von Vorträgen, von äh, äh, Studien, äh, von Konferenzen die Wirtschaft von Dingen, die die Gesellschaft bewegt, die auch die Industrie bewegt von Entwicklungen zu informieren, zu schulen und vor allen Dingen auch den Link in die äh, Community, also in die Gesellschaft herzustellen. So sind zum Beispiel äh, wichtige Kooperationen entstanden, äh, wie zum Beispiel der Onliner Atlas. Die D21 hat massiv äh, die Politik versucht zu beeinflussen, um äh, Deutschlands ans Netz zu bringen. Vor fünf Jahren, vor sechs Jahren ungefähr, war in einer Studie sichtbar, dass Deutschland in der Versorgung des Internet, seiner Bevölkerung mit Internetanschlüssen massiv im europäischen Maßstab zurückliegt. Und die D21 hat es tatsächlich aus, mit Eigeninitiative und Studien, die eigenfinanziert wurden, geschafft, die Politik massiv zu beeinflussen, dass sie hier handlungsfähig oder dass sie überhaupt handeln muss. Es ist nicht selbstverständlich, dass politische Entscheidungen so beeinflusst werden können, wenn man so eine Art Frontalunterricht leistet. Aber wenn man sie in einem gemeinnützigen Verein mit ins Boot holt und mit ihnen gemeinsam Wege erörtert, wie es gehen kann, wie es gelingen kann, dass zum Beispiel, um das mal in diesem Beispiel deutlich zu machen, Deutschland ans Netz geht, dann wird Politik schon lebendig. Das ist ganz erstaunlich. Dann werden auch Gelder frei geschaufelt für Projekte, für die vormals vielleicht kein Geld da war. Das haben wir uns zunutze gemacht, diese Kooperationen und haben äh, 2008 eine Projektgruppe gegründet, die da hieß Digitales Kulturerbe. Äh, diese Projektgruppe hat sich zum Ziel gestellt, die Politik zu unterrichten, was es mit unserem Kulturerbe auf sich hat, welcher Wandel vonstatten geht, was die Industrie dazu denkt, was die Industrie in Form oder mit ihrem Anspruch, ähm, mündische, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu suchen bewegt, über Kulturerbe nachzudenken. Und in dieser Projektgruppe wurden tatsächlich Kultureinrichtungen und politische Kräfte zusammengeholt. Und wir saßen an einem Tisch und haben genau dieses Problem erörtert. Wie schaffen wir, uns, wie schaffen wir einen, den Zugang zu Kulturerbe auch in der digitalen Welt? Das hat letztlich dazu geführt, dass wir natürlich recht schnell von, den, von der Idee äh, erfahren haben, eine digitale Bibliothek wäre in Planung. Und wir haben das dann über diese Arbeitsgruppe massiv befördert. Und die D21 ist schon ein, eine feste Größe im politischen Alltag äh, in Berlin und hat es tatsächlich geschafft, auch über verschiedene Kanäle einige andere Ministerien als nur das BKM dazu zu bewegen, vielleicht mal darüber nachzudenken, Gelder einzustellen, äh, um vielleicht Kulturerbe gleichermaßen zu fördern. Ähm, das Ministerium Familie und... Äh, ähm, Familie, das Familienministerium und das Bildungsministerium hat ja ein ureigenstes Interesse, genau diese, diese Form von Informationen in ihren Kontext, in ihre, politischen, in ihre politischen Entscheidungswege mit einzubinden. Ein bisschen ist es uns gelungen, immer noch unbefriedigend, wie wir meinen, die Wahrnehmung könnte größer sein, aber wir machen hier weiter, das verspreche ich Ihnen. Und ich kann nur jeden einladen, der für sich die Ambition verspürt und die Kraft verspürt, hier in dieser Initiative mitzumachen. Es ist ein gemeinnütziger Verein ähm, und er steht für alle offen. Projektbeteiligte damals waren, wie gesagt, das Bundeskanzleramt, Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Stiftung preußischer Kulturbesitz, Staatsarchiv Baden-Württemberg, Deutsches Filminstitut, das waren so die Gründer dieser Arbeitsgruppe. Neben den Firmen IBM, Fujitsu, CSC, Sie können selber lesen. Wir sind noch nicht am Ende. Die Projektgruppe ist dann etwas in einen Tiefschlaf verfallen, aber ich verspüre, dass die Zeit gekommen ist, da wir die Arbeit wieder aufnehmen müssen, weil mit dem Beta Launch der Deutschen digitalen Bibliothek ist es bei weitem noch nicht zu Ende. Da geht die Arbeit erst richtig los. Und ich denke, an der Stelle ist es ganz, ganz, ganz bitter notwendig, dass die Politik nochmals darauf aufmerksam gemacht wird, dass wir es hier mit einem, ich würde sagen, Flaggschiffprojekt der letzten Jahre zu tun haben und mit einem Riesenprojekt, wenn es was die gesellschaftlichen Wahrnehmungen angehen kann. Verlasse ich das Thema Politik und komme in ein gesellschaftliches, äh, gesellschaftliches Engagement, äh, was 2011 als Idee geboren wurde und äh, 2012 in Gründung war, das Bündnis für Bildung. Das Bündnis für Bildung, die, Teilnehmer, die Gründungsteilnehmer können Sie hier schon erkennen, ist eine Initiative, die darauf aufbaut, äh, dass es bitter notwendig ist, dass man eine große Allianz schafft, um äh, den Bildungskanon in den Schulen, in dem sehr föderalen Bildungsgebilde äh, äh, in Deutschlands, äh, mit neuen Ideen zu versorgen. Natürlich sind es Firmen, die in der Gründung mit beteiligt waren, die sehr wohl wissen, dass digitale Medien, digitale Inhalte in der Bildung mehr und mehr Fuß fassen müssen. Das sind Firmen, die erwarten das von der Ausbildung ihrer Kinder, dass sie dieses Wissen vermittelt bekommen. Die erwarten internetaffine, vor allen Dingen internetgebildete und mit dem Internet umgehen könnende Kinder. Die erwarten natürlich das Gleiche auch von der Lehrerschaft. Und die erwarten das Gleiche, dass dieses im Zusammenhang und mit dem Zusammenspiel mit Schulbuchverlagen und mit all denen, die... Äh, Bildungsmaterial für das, in das Curriculum mit einstellen, äh, dass sie das gleiche denken und dass das synchronisiert wird, das ist bitter notwendig. Das Bündnis für Bildung ist ein gemeinnütziger Verein. Das ist erstmal eine wesentliche Voraussetzung in Deutschland, dass zur Mitarbeit überhaupt aufgefordert und eingeladen werden kann. Alle Bildungsteilnehmer sollen eine nachhaltige, messbare Verbesserung der Lern- und Lernumgebung erhalten. Der Weg dahin. Eine System- und länderübergreifende IT-Infrastruktur sowie die Nutzung von frei wählbaren Werkzeugen, Plattformen sowie Inhalten für Lehrer, Lernen und Lehrer und Verwaltung. Dieses Dreigestirn ist sehr, sehr notwendig, weil es hier natürlich wiederum um verlässliche Vermittlung von Lerninhalten geht. Das heißt, Politik, die Gesellschaft oder die äh, Verwaltung ist sehr wohl gefordert an dieser Stelle. Das Zweite ist, dass es die Industrie natürlich alle Anstrengungen unternehmen muss, um die richtigen Produkte auch so zusammenzuentwickeln, dass äh, genau dieses Ziel erreicht wird. Und hier geht der Aufruf an die Industrie zurück, sich gefälligst um Standards zu kümmern, um offene Schnittstellen, aber auch um Standards. Dass es gelingen mag, dass in dem föderalen Länderkonstrukt äh, in Deutschland und in dem föderalen Bildungssystem eine heterogene Landschaft existiert sehr wohl, Wettbewerb soll erhalten werden, aber dass es trotzdem gelingt, Lerninhalte auszutauschen, zu kommunizieren äh, und den Kindern und den Jugendlichen einen Lerninhalt zu bilden, der wirklich Lust macht auf mehr und der wieder Spaß macht, mit zum Beispiel auch kulturellen, äh, äh, kulturellen digitalen Objekten umzugehen. Zum Föderalismus hatte ich schon was gesagt, hier nur noch ein, äh, einige Zahlen. Wir haben es also mit, äh, in den 16 Bundesländern mit fünf bis sieben eigenen Schulverwaltungslösungen zu tun, basierend auf IT, die nicht zusammenpassen. Man kann sie nur austauschen und wenn man austauscht, wirft man das eine weg, um das andere zu installieren. Wir haben es mit 16 Bildungsplänen zu tun. Äh, gut, da hat man jetzt gehört, man tut was. Äh, der erste Anfang ist vielleicht gesetzt. Wir haben es aber auch mit zehn kommerziellen Schulverwaltungslösungen zu tun, nicht nur den selbstgebauten. Und wir haben es mit 50 verschiedenen Anbindungen von Schulträgern, IT, Inventar und SAP-Buchhaltungssystemen zu tun, die nicht zusammenpassen. Bündnisverbildung hat sich als Ziel gesetzt, dort Infrastruktur zu beschreiben. Eine Informationsplattform zu schaffen, zu informieren, von seinem Wissen abzugeben, vom Wissen der Industrie abzugeben, um vielleicht mit äh, den Lehrern gemeinsam und die sind hier gleichermaßen mit im Bündnis im Boot, äh, genau solche Infrastrukturen äh, zu schaffen, die das Curriculum äh, im didaktischen Sinne auch be bereichern können und somit auch Kulturinhalte äh, vermitteln können. Natürlich haben wir es mit Budgetknappheit zu tun, das darf man nicht vergessen. Bildungssystem wird sehr, sehr knapp gehalten, was natürlich wiederum reflektiert äh, und äh, äh, wieder eine interessante, äh, eine interessante Entwicklung ist, dass das Bündnis für Bildung jetzt der D21 beigetreten ist. Weil natürlich das Bündnis für Bildung in dieser Zusammensetzung auch die Nähe zur Politik sucht, um Aufmerksamkeit zu haben, um aufmerksam zu machen auf Dinge, die vielleicht auf der einen oder anderen Stelle der Wahrnehmung ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und wir haben es vor allen Dingen mit Insellösungen zu tun. Die müssen abgeschafft werden, das muss harmonisiert werden. Und wir haben es gesehen, Linked Open Data, selbst Technologien können dazu beitragen, dass mehr Zusammenarbeit geschehen kann, auch auf technologischer Ebene. Wir wollen Verbesserung der Bildungsinfrastruktur. Durchnutzung von frei wählbaren Plattformen. Wir wollen Wege frei machen für dieses Denken und für diese neuen Informationen. Und letztlich zwischen Pädagogik und IT, die sich hier im Bündnis für Bildung zusammengefunden haben, sage ich noch, kommerzielle Informationen und freie Informationen gleichermaßen harmonisiert spielen in der Arbeit des Bündnis für Bildung nur, äh, auch eine Rolle. Und demzufolge ist es natürlich mehr als nur IT. Es sind auch die Menschen, die dort zusammenfinden. Komme ich zur letzten Initiative? Äh, eigentlich jetzt an dieser Stelle was ganz Schräges. Äh, das Casinoforum existiert schon äh, seit 1800, ich habe es wieder vergessen, also schon über 100 Jahre. Es ist eine Bürgerbeteiligung, eine, ein Bürgerverein, äh, der sich unter anderem damit finanziert, dass er Weinanbau betreibt in diesem gemeinnützigen Verein. Aber. Er richtet alle zwei Jahre ein Forum aus, in dem er gesellschaftspolitische Fragen erörtert. Und 2008 war ein interessantes Forum, in dem es um das Europa der Regionen ging. Man hat sich also schwer Gedanken darüber gemacht, was im vereinten Europa die Regionen also noch für eine Rolle spielt. Die Koblenzer natürlich haben sich schwere Gedanken darüber gemacht, wie es Koblenz geht. Nach der Konferenz ging Koblenz sehr gut man hat also tatsächlich auch von verschiedenen Seiten bestätigt festgestellt, dass die Regionen, dass die Menschen in ihrer Region an Bedeutung gewinnen werden, dass die Region wieder, das ist das Stück Heimat, in dem die Menschen leben und in dem die Menschen auch ihr Engagement loswerden können und sie tun es. Und sie haben sich auch schwer Gedanken darüber gemacht, was es ist mit ihrem Stadtarchiv, wenn jetzt digitalisiert wird um Himmels willen, was wird denn da? Da geht ja alles nach Europa. Jedenfalls habe ich dann einen Vortrag gehalten, Modell zum Erhalt von digitalen Kulturerbe, was letztlich dazu führt, dass eine heftige Diskussion entbrannte, die dazu führte, dass man sich schon mit dem Gedanken trägt, eine, äh, einen Förderverein für die DDB zu gründen, aus bürgerlichem Engagement. Warum erzähle ich das? Weil das für mich die dritte Säule ist, äh, die dazu führt, dass man darüber nachdenken sollte, Kultur... Wirtschaft oder Kultur, Erbe auch auf einem Mäzenatentum, auf bürgerlichem Engagement aufzubauen. Viel wird darüber geredet, wo kommt das Geld her, viel wird darüber geredet, wo kommt das Engagement her. Und dieser vermeintliche Kontrollverlust, da geht es, wie gesagt, Ihnen nicht anders als der Industrie. Der vermeintliche Kulturverlust wird ja aufgefangen von einer breiten Bürgerschaft, die eigentlich das Gleiche will, vielleicht nur auf eine andere Art und Weise. Und in dem Sinne, ist das private Engagement für mich eigentlich der Stein dessen, wo sich Industrie und Kultur, äh, Kulturbetriebe und die Kulturwirtschaft wieder zusammenfinden und als Menschen oder äh, an der Stelle, dass die Industrie an der Stelle als Mensch, als Mitarbeiter, als Bürger dieses Staates betrachtet wird, mit einer ganz bestimmten äh, Ausrichtung an Wissen, äh, was wir beizutragen haben und an der Stelle auch in diesem Verbund mit vernetzt sind. Staatliches Fundament bleibt nach wie vor, denn Kultur hat ihre Wurzeln in Deutschland, in der Region, in Koblenz, in Berlin, in sonst wo und dort wird sie ja auch verbleiben. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und lasse das Statement einfach so stehen und wünsche Ihnen dann noch einen interessanten weiteren Verlauf der Veranstaltung.